Neues Thema: Okay. Fettaktivismus. Wenn der Trend zur Bin ich voll Akzeptanz dabei. zu weit geht. Let's go. Weil Yeah, let's go. das bleibt ja alles so, wie es heute ist, mit den Kindeswitzen, aber auch hier verstanden. Das bleibt ja alles so. Body Positivity. Eine Bewegung, die uns gelehrt hat, einander zu akzeptieren und vor allem zu respektieren. Unabhängig davon, welches Gewicht wir tragen oder welche Körperform wir haben. Eine Bewegung, wo wir alle zustimmen können, dass sie positiv ist. Doch heute geht es nicht um Body Positivity, sondern um die Fat Acceptance Bewegung. Oder genauer gesagt, die extreme TikTok-Version davon. Denn ein Teil der Bewegung geht mittlerweile weit über das ursprüngliche Ziel hinaus. Mit dem ursprünglichen Ziel meine ich, das gesellschaftliche Stigma von Adipositas zu beseitigen und die Hindernisse aufzuzeigen, mit denen stark übergewichtige Menschen konfrontiert sind. Kurze Erklärung vorweg, also bei Kurze Erklärung vorweg für die Neuankömmlinge hier. Hi, ich bin BG Katja und ich komme aus Berlin und ich bin medizinische Fachangestellte, Ausgelehrte und habe mich jetzt aber auf Streaming konzentriert. Das heißt, ich habe aber halt über Jahre in der Medizin zu tun gehabt und deswegen habe ich halt gedacht, wäre das halt ganz interessant, denn ich kann so ein kleines bisschen aus dem Medizinischen sprechen und deswegen glaube ich, das wird halt ganz nice. Also nicht, dass ihr denkt, so ich hätte halt wirklich gar keinen Dunst, so doch irgendwo schon, weil ich halt super lange in diesem Bereich gearbeitet habe, so. Und zwar in allen möglichen Fachrichtungen, weil ich in einer Klinik gearbeitet habe, wo halt alle Fachrichtungen da waren. Positas, umgangssprachlich Fettleibigkeit, spricht man von starkem Übergewicht, also wenn der Fettanteil übermäßig hoch ist und ein BMI über 30 liegt. Stattdessen ist Fat Acceptance mittlerweile zu einem Hashtag mutiert, der bei der Eingabe auf TikTok eine gefährliche Subkultur mit folgenden Aussagen offenbart. Ne? Ich lache nicht wegen ihrem Gewicht, ich lache wegen ihrer Zunge. Das hat mich gerade. Das ist mir auch kackegal, ob es ein dünner Mensch gemacht hätte, aber dieses war gerade ein bisschen zu viel. Ich konnte es nicht mehr für mich behalten. Also berufliche Reha, naja, also du kannst halt aufgrund von bestimmten Diagnosen, wie zum Beispiel Burnout oder irgendwelchen Sachen, die du durch deinen Beruf erlangt hast, wie irgendwie Rückenschmerzen oder Knöchel und so weiter, kann dir ein Arzt Zweck deines Berufes eine Reha, so ein Reha-Schreiben ausfüllen lassen, damit du für deinen Beruf wieder aktiv diese Reha machst, um halt besser in deinem Beruf zu werden, um halt das, was halt irgendwie durch deinen Beruf eventuell passiert ist, wie zum Beispiel einen schiefen Rücken oder Rückenschmerzen oder, keine Ahnung, Burnout irgendwie, dass du halt da eine Reha machst, um halt wieder auf die Beine zu kommen. So, um halt wieder in deinen Beruf 100% zu geben. Also, soweit ich weiß, ist das halt, weil es geht halt eher um die Eingliederung in deinen Beruf. Soweit ich weiß, aber dass ich im Hausarzt in meiner Hausarztpraxis gearbeitet hat, ist auch schon wieder 2 Jahre her. Aber ich meine, das war so. Aber ich würde mich jetzt nicht auf meine Worte verlassen. Vor 2 Jahren habe ich es vielleicht noch besser gewusst. Only have I chosen to remain fat and have also, ne, ich bin dann vor 2 Jahren dann in die Urologie gewechselt. Also, da gab es sowas wie eine berufliche Reha nicht. Jedenfalls wäre das halt komisch. Vielleicht in der Pornoindustrie, man weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, was ist mit Leuten aus der Pornoindustrie? Ja, aber dann, aber ja. Da gibt es Medikamente für Nerdy. Da gibt's für die. Ich sehe, da ist eine Marktlücke. Happy instead of thin and miserable. But I also don't care if it puts me at high risk of heart disease and diabetes. And I am 100% glorifying obesity.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles, was gesagt wurde, gut finden soll. Ich finde das höchst problematisch. Ich auch. Also, so Body Positivity, alles schön und gut, aber das ist halt, das ist nicht Body Positivity. Das ist, ich weiß nicht. Das ist komischer eher, das, Fetisch. Das ist, ja, würde ich so nicht sagen. Ich würde halt eher sagen, das ist halt das positive Darstellen von krasser Fettleibigkeit. Ja. Und das ist halt super schwierig. Weiß das ich jetzt halt, nicht. Das ist halt super gefährlich. Da könntest du theoretisch, rein, ich weiß, ist ein krasser Vergleich, krasses Beispiel, aber da könntest du rein theoretisch auch hingehen und sagen irgendwie so, ja, ich habe Krebs, na und, ich fühle mich gut damit. So, ich finde es gut, ich finde es klasse. Holt euch Krebs. So, weißt du? Gehen wir mal ganz kurz die Fakten durch. Ich habe auch schon mal in der Orthopädie ein Jahr lang gearbeitet. Also, selbst wenn ihr so eine gesundheitlichen Probleme, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Störungen oder Herzinfarkte oder Verklumpungen, Thrombose oder Verklumpung durch Fettzellen in euren anderen Organen nicht haben solltet, wie Leber zum Beispiel oder Magengegend oder halt eine Übersäuerung des Magens oder sonst was. Also es gibt wirklich so viele Krankheiten, eine komplette Liste, was ihr bekommen könntet, wenn ihr halt stark übergewichtig seid. So, wenn ihr das alles schon nicht bekommt, also das, was ihr 100% bekommt, selbst wenn ihr Glück habt und euer Körper es gut mit euch meint und sagt, du bist stark fettleibig, ist aber nicht schlimm, trotzdem hast du, keine Ahnung, super viel Glück und bekommst diese ganzen anderen Krankheiten nicht. Selbst dann wirst du 100%ig, und das garantiere ich euch, werdet ihr eure Knie spüren und eure Füße und eure Knöchel und eure Hüfte. Ihr werdet das alles spüren, weil das ist nämlich ein Gewicht, das müssen eure Knochen tragen. Und nur weil halt derjenige größer oder breiter aussieht, heißt das nicht, dass die Knochenstruktur eine andere ist. Wir haben alle dieselben Knochen, okay? Das bedeutet, meine Knochen mit meinen 50 Kilo wird wohl diese 50 Kilo wird mein Körper easy tragen können. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 150 Kilo wiegen würde oder 160 Kilo, wären meine Knochen überfordert, weil diese Knochen habe ich nun mal. Und die Knochen können halt, und vor allen Dingen auch die Sehnen, der Meniskus und so weiter, das sind alles Polsterchen, die halt zwischen den Knochen sind, die werden, und vor allen Dingen die Wirbelsäule, um Gottes Willen, die Wirbelsäule wird bei euch so schrecklich aussehen. Ich sag's, wie es ist. Ihr werdet dann Schmerzen haben. Wir hatten super viele Patienten, wo unser Arzt wirklich hingekommen ist und gesagt hat, sie müssen einfach abnehmen. Dann gehen ihre Knieschmerzen weg. Ganz einfach, sie üben einfach viel zu viel Druck durch ihr Gewicht auf die Kniescheiben. Punkt, fertig, aus. Die meisten haben dann auch Plattfüße zum Beispiel, weil sie halt eben nicht mehr dieses Abrunden haben, weil das Gewicht zu schwer ist und somit halt es halt runterdrückt. Auf und dieses Polster, was halt wir an unseren Füßen haben, gar nicht mehr vorhanden ist. Die haben halt komplette Plattfüße. Wie kann man nur 50 Kilo wiegen? Ich bin Sportlerin. Ich bin Tänzerin. So. Ich bin halt sehr trainiert. Ich habe einen Körperfettanteil, der ist sehr gering. Deswegen, das sind 50 Kilo Muskeln. Also okay, nicht ganz. 40 Kilo vielleicht und 10 Kilo anderen Stuff. Also bei mir ist halt auch nicht viel dran. Ich bin halt ein Kleiderbügel. Also von daher, wie gesagt, bitte, bitte achtet da halt auf euch. Ich weiß, Ärzte, wenn halt ein Arzt kommt und sagt so, yo, abnehmen, dann ist es halt keine Beleidigung, sondern die gucken halt natürlich auf die Auswirkungen von eurer Gesundheit. Ihr könnt nicht gesund werden, wenn ihr euch gegen die Ärzte wehrt, wenn sie wissen, was halt ein gesunder Lebensstil ja ist.
Etwas, das als Akzeptanz, Inklusion und Respekt begann, hat sich nun zu einer Art Kampagne entwickelt, wo Gewichtsverlust abgelehnt wird, selbst wenn es notwendig ist, um seine Gesundheit zu verbessern. Being forced to lose weight for medical reasons is not body positive. If you are losing weight because you want to feel better, be in less pain, be healthier, all of these things, that's fatphobic. Ich bin auch gerade wieder voll bei dieser einen berühmt-berüchtigten 13-Fragen-Folge, ne? Gedanklich. Was? Bitte entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe gerade kurz einen Gehirnaussetzer gehabt. Ich glaube, ich habe da was Falsches verstanden oder so. Ist es sein Ernst? Also wenn du abnehmen möchtest, damit du nicht mehr Schmerzen hast aufgrund der Auswirkung von deinem Gewicht auf deinen Körper, ist das was? Das ist voll, das ist fettfeindlich. Ist das fettfeindlich? Will der mich verarschen? Das Fett hat auch Gefühle. Weiß ich jetzt nicht. Bin ich jetzt kein großer Fan von dieser Aussage, ehrlich gesagt. Wenn man sich unter dem Hashtag Fat Acceptance einige der Sachen anschaut, sieht man, dass die Bewegung eine ganz fragwürdige Richtung eingenommen hat. Die Aussagen, die wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen, kommen in verschiedenen Variationen vor. Jahrelang umfangreiche Forschung in der Medizin werden dann gern mal schnell über den Haufen geworfen und ignoriert. Denkt daran, dass diese Aussagen mit einer kurzen Google-Suche recht schnell widerlegt werden können und da jetzt keine tiefgreifende Recherche benötigt wird. Wie zum Beispiel die Aussage: I do not believe that obesity is a medical condition. Stop calling obesity a disease. Body size is not a disease. Es tut so weh. Es tut so weh. Das ist ja schwierig. Nerdy, das ist ja super schwierig. Das kommt ja schon fast auf dasselbe Level wie mit Impfungen. Oh ja! Ne? Aha. Uh-huh. Weil man sich impfen soll, ist das irgendwie Meinungsdiktatur in Deutschland. So ungefähr auf diese Schiene kommt das gerade mir so vor und das ist super schwierig. Genau. Also im Grunde Alkoholiker, die sagen, dass der Alkohol ihnen hilft, oder? Ja, genau. Freaky. Genau. Genau das. Ja. Guter Vergleich. Genauso wie Leute, die rauchen, dann sagen so, ach, aber die Zigarette hilft mir halt, ich kann nicht anders, raucht doch alle bitte. Wer hier irgendwie das verteufelt, ja, der ist rauchophob. So nämlich. Literally, das Erste, was kommt, wenn man das Wort Obesity, also Adipositas, Fettleibigkeit auf Englisch, googelt, ist, dass die Mayo Clinic, was, by the way, einer der... Warte, die was? Bitte? Literally, das Erste, was kommt, wenn man das Wort Obesity, also Adipositas, Fettleibigkeit auf Englisch, googelt, ist, dass die Mayo Clinic... Ach, die Mayo Clinic. Ich hab in der Mayo Clinic in Berlin gearbeitet, also M-E-O, Mayo. Deswegen war ich was? Es gibt die auch in Amerika, Mayo. Okay, doch nicht. Doch nicht dieselbe. Was, by the way, einer der besten Forschungszentren und Kliniken der Welt ist, es als eine komplexe Krankheit definiert. Weiter, ich zitiere, Fettleibigkeit ist nicht nur ein kosmetisches Problem. Es handelt sich um ein medizinisches Problem, das das Risiko für andere Krankheiten und Gesundheitsprobleme erhöht, wie zum Beispiel Herzkrankheiten, Diabetes, hoher Blutdruck und bestimmte Krebsarten. Oder auch Aussagen wie, but don't assume that weight loss is going to benefit your health in any way, because there's no evidence to support that. Ja, gibt auch keine Beweise dafür, dass die Erde rund ist. Gibt's nicht. Oh, diese Schmerzen, Chat, diese Schmerzen. Ah. Ah. Ja. Fühlt ihr die Schmerzen?
Fühlt ihr auch die Schmerzen? Ich fühle die Schmerzen. Laut dem Center for Disease Control führt bereits eine bescheidene Gewichtsabnahme von 5-10% des Gesamtkörpergewichts voraussichtlich zu gesundheitlichen Vorteilen wie einer Verbesserung des Blutdrucks, des Blutcholesterins und des Blutzuckers. Das sind jetzt übrigens nur ein paar der Beispiele, wenn es um die Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse geht. Medizinische Erkenntnisse werden schnell begraben, und zwar mit Aussagen wie: Es gibt eine medizinische Fettphobie, Ärzte lügen uns an und der Großteil der Recherchen seien voreingenommen und falsch. Ja, ich schwöre, ne? Also wie gesagt, mein damaliger Arzt, der Orthopäde, war von der alten Schule. Der war ein Arschloch. Einfach ein Arschloch, was soll ich sagen? Der war halt so dieser typische Business Dad, der dann halt irgendwie, kennst du die Business Dads, die dann halt so Golf spielen und dann halt auch den Leuten halt so die Hand geben und dann aber so zur Seite gucken, so, ja, jetzt fein, so, genau so einer war das halt, so ein 40-Jähriger, der dann halt so voll der Crack war, was halt so Orthopädie angeht. Anyways, der Dude ist halt wirklich reingekommen, hat sich angehört, was das Leid ist. Instant, sie sind zu fett. Einfach so random. Das hat halt nicht mal was damit zu tun gehabt, dass Fettphobie oder sonst was, sondern ab dem Moment, wenn halt er gesehen hat, okay, es ist halt eine krasse, also dass halt die Diagnose, wie zum Beispiel Plattfüße oder Meniskus oder irgendeine andere Sachen sind, die halt wirklich explizit hundertprozentig von dem Körpergewicht kommen, weil kein Sturz vorhanden, kein Umknicken vorhanden, nichts, was irgendwie irgendetwas dazu beiträgt, dass es diesem Knie nicht gut geht. Oder halt auch noch Vordiagnosen sind, wie zum Beispiel Diabetes oder sonst was noch da ist. Also, wann nehmen sie endlich ab? So, sie müssen mindestens 15 Kilo abnehmen. Das ist das bare Minimum. So, dann gehen halt auch, oder wir müssen operieren. Wir müssen krass operieren und das halt so schnell es geht, und dann kriegen sie da halt so ein Ding und dann können sie erstmal eine Zeit lang nicht laufen. So. Und dann haben halt alle Angst vor OP, weil dann halt noch gesagt wird, ja, aufgrund ihres Gewichts kann halt aber auch sein, dass sie die Narkose, die sie bekommen, nicht gut vertragen. Die Sedierung, die Narkose, weil eben der Körper das abstoßen könnte. Der Körper könnte dann halt nicht mehr aufwachen. Es kann so viel passieren. Es ist halt ab dem Moment, wo der Körper nicht als gesund gilt, kann super viel passieren. Das ist super schwierig. Literally, this entire platform is talking about medical fatphobia and the fact that doctors are lying to us literally constantly. There are so Wie verstrahlt ist denn der Typ? Many research articles out there about how the majority of the research around obesity is hella biased. And also often super, super incorrect. Und damit ihr versteht, warum diese Bewegung gerade so gefährlich ist, lohnt es sich vielleicht noch kurz, sich über folgende Statistik bewusst zu werden. Ich zitiere: Laut dem National Institutes of Health sind Adipositas und Übergewicht zusammen die zweithäufigste vermeidbare Todesursache in den Vereinigten Staaten, direkt hinter dem Tabakkonsum. Es wird geschätzt, dass jährlich 300.000 Todesfälle, also allein in den USA, auf die Adipositas-Epidemie. Ich meine, guck mal, sie kann sich halt nicht mehr selbst die Schuhe anziehen. So, wo ist das gesund? Ja. Sie sieht ihre Füße wahrscheinlich gar nicht mal mehr selbst. So, wo ist das gesund? Wo lügen dann die Ärzte, wenn sie sagen, das geht halt nicht? Sieht auch völlig gesund aus. Ich verstehe das Problem nicht, ja. Zurückzuführen sind. Aber nicht nur in den USA. Die Adipositas-Erkrankung ist ein wachsendes Problem weltweit. Und eine der Hauptursachen ist, dass McDonald's und Burger King.
unsere Ernährung von immer mehr stark verarbeiteten Lebensmitteln dominiert wird. Das Problem mit stark verarbeiteten Lebensmitteln ist, dass sie oft hohe Mengen an Zucker, Fett, Salz, künstlicher Aromen und Geschmacksverstärker beinhalten. Und genau das kann zu übermäßigem Essen und Gewichtszunahme führen. Meine Mom zum Beispiel hat immer gepredigt, dass ich zu Hause kochen soll, weil es viel gesünder ist und so weiter. Das Problem war aber, dass ich voll der Kochmuffel war. Und im Laufe der Pandemie dann habe ich eine richtige Liebe zum Kochen entwickelt. Und umso mehr freue ich mich über den heutigen Sponsor des Videos. Oh, das hätte ich halt auch gerne, ne? Dass ich eine Liebe fürs Geschirr dreckig machen hätte. Habe ich nicht. Ich bin halt so scheiße im Kochen. Also wenn ich mir wirklich Mühe gebe und mein Hyperfokus sich darauf konzentriert, dass ich jetzt koche, dann geht's. Dann ist es auch so. Nein, Firo, ich habe gar nichts gehört. La, 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 la. So, ich bin halt so der Mensch, so wenn ich halt für jemand anderes koche, dann mache ich das voll gut. Aber für mich selber, so warum? Ich kann eine Dose Mais aufmachen und bin glücklich. Warum sollte ich für mich selber kochen und dann selber auch noch Geschirr dreckig machen, um es dann sauber zu machen? Nee. Ja, voll belastend. Nee. Dann bestellen oder halt, wie gesagt, Dose Mais. Und verschiedene, oh mein Gott, so Bohnen, Dosen, verschiedene Dosen, so Erbsen und Mais und dann halt alles so in, und dann halt alles so in ein, einfach in ein Dings und dann hat man Salat und dann ist es aber halt so richtig nice, weil du kannst halt aus den verschiedenen einfach so nehmen, dann musst du nicht sauber machen danach, weil du keine Schale benutzt, sondern nimmst es halt direkt aus der Dose. Doch, den Löffel. Ja, okay, stimmt. Es gibt aber auch Holzlöffel und Plastelöffel. Die kann man dann ja, einfach für, ne? Das ist nicht gut für die Umwelt. Katja, lass zusammenziehen. Du kochst für mich und ich für dich. Oh, Katja, sag doch sowas nicht. Dann überlege ich es mir ja vielleicht sogar. Nein, Neff, ich habe kein Personal, was für mich kocht. Nee. Dann wirst du verhungern. Für Katazuri würde ich kochen. Für Katazuri würde ich kochen. Für dich, Goki Max, würde ich nicht kochen. Aber für Katazuri. Also nimm nicht das, was ich... Ne? Für Kata würde ich es machen. Es gibt ein Mädel auf TikTok, die ihre Bedenken bezüglich eines Bildes von drei Mädchen äußert, von denen eine stark übergewichtig ist. Not saying that she's not worthy and deserving of love, because she is. But she's unhealthy. She can hardly fit in her... Das sieht echt krass aus. Das sieht ehrlich gesagt so krass aus, dass man fast denken könnte, so, das ist doch nicht echt. Das ist doch, weiß ich nicht. Keine Ahnung. CGI. Digga, wo ist der Knöchel? Digga. Die ist doch... Digga, dann wäre ihr Unterschenkel einfach wie mein Oberkörper von der Breite. Freaking shoes. We're literally lying to them and making them think that it's okay to be that way when it's really not, because it's hurting their health and it's shortening their lives. Ihr Appell in diesem Video war, dass wenn du dich wirklich um jemanden sorgst, dann sagst du ihm die Wahrheit. If you really care about... Nerdy. Du musst mehr Sport machen. Ja. Du hast fast die gleiche Körbchengröße wie ich. Das geht so nicht. Am Ende muss ich dir meine BHs ausleihen. Nee. Ich als gute Podcast-Freundin, Partnerin sage, du musst Sport machen. Ich weiß. Gut. People, you tell them the truth. Spannend wird's bei der Reaktion aus der Fat Acceptance Community. You cannot determine someone's health just by how they look. Also, some people are their healthiest when they're fat. Wenn das Argument lauten würde, dass man vielleicht glücklicher ist, aber gesünder oder in dem Fall am gesündesten, dann kommt die nächste Aussage. And finally, the most reliable explanation. Also doch OnlyFans nerdy? Nerdy mit Katjas BHs? Ich habe ein paar da. Ich kann dir die gerne ausleihen. Packe ich in die Tüte, wo ich dir dein Mic noch vorbeibringen muss. Nein, danke. Und dann
packe ich dir so BHs rein. Mal gucken, welche Körbchengröße hast du denn? Vielleicht habe ich noch welche da. Aber die meisten sind Sport-BHs. Ich lehne dankend ab. Shut up and take my money. Genau. Scientists have right now for what makes fat people less healthy than skinny people is the abuse they undergo. Dann macht sie weiter und zählt ein paar Beispiele auf. The fact that they are paid tens of thousands of dollars less per year than their straight size counterparts, the fact that they're harassed in the street, not being able to find clothing that fits or sit at a restaurant or fit in an MRI machine to get prevented. Du Gokimax, mach auch mal wieder ein bisschen Sport, so zu dünn ist auch nicht gut, ne? Wollte ich ja nur, wenn wir schon hier ehrlich sind, ne? So, ich glaube, von der Berliner Crew bin ich halt hier die sportlichste und die gesündeste. Auch wenn ich halt nicht das gesündeste Essverhalten habe, ist mein Körper dennoch gesünder als all eurer von euch. Ne? Also, Gokimax, mach du mal auch wieder ein bisschen Sport. Ein bisschen mehr auf deinen zarten Knochen könnte dir auch gut tun. Ich verstehe ihren Frust, dass es schwierig sein kann, passende Größen für medizinische Geräte, Stühle oder Klamotten zu finden. Jedoch denke ich nicht, dass es eine böse, diskriminierende Absicht hat, sondern vielmehr versucht wird, durch durchschnittliche Größen die größte Masse an Menschen bedienen zu können. Und zwar bei MRT-Geräten zum Beispiel Menschen bis 250 Kilogramm. Und damit auch die Kosten für solche Geräte... Xerda, ich bin stolz auf dich. Das klingt super. Das klingt super, mach bitte weiter so, genauso. Im Rahmen zu halten. Ein neues MRT-Gerät kann zwischen 1 und 3 Millionen Dollar kosten. Es gibt aber auch die Option für stehende MRT für adipöse Menschen. Das sogenannte Upright MRT, was auch für Menschen für Klaustrophobie zum Beispiel geeignet ist. Sie sagt dann weiter: It's the discrimination that makes fat people unhealthy. Nothing else. Es ist die Diskriminierung, die übergewichtige Menschen ungesund machen. Nichts anderes. Diskriminierung hat sicherlich negative... Neff, aber es hat halt nicht nur immer was mit Essen zu tun. Grundsätzlich gibt es halt auch die Möglichkeit, Sport zu machen und an Muskeln aufzubauen. Und dementsprechend, auch wenn du halt sehr dünn bist und dein Stoffwechsel sehr schnell funktioniert, kannst du auch mit Sport deine Muskeln besser wachsen lassen, mit halt eben Sachen, die halt dir dann Sportler irgendwie sagen, was halt am besten für deine Muskeln sind. Digga, ich bin kein Fitnessmensch, ich habe keine Ahnung. Und dann kannst du Muskeln aufbauen. Und das kann schon ein bisschen besser sein für deinen Körper, als wenn du halt nichts machst. Negative Auswirkungen auf das geistige und emotionale Wohlbefinden. Nichtsdestotrotz sollte man die Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Adipositas nicht ignorieren. Und daher ist es wichtig, beides, also Gesundheitsrisiken und Diskriminierung anzugehen, um die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von übergewichtigen oder an Adipositas leidenden Personen zu verbessern. Bei diesen Diskussionen rund um solche Themen werden oft gerne persönliche Meinungen... Na, erkennst du es wieder, Nerdy? Mit Fakten verwechselt, wie wir schon bei der berühmt-berüchtigten 13-Fragen-Folge gesehen haben. Wenn es nun mal Studien und Statistiken gibt, können die Leute nicht einfach zurückgehen und sagen, boah, schwierig. Es ist halt nicht immer Meinungssache. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, die Erde ist rund, dann gehe ich doch nicht hin und sage, boah, schwierig, ich glaube, du hast was gegen mich, weil ich glaube, die Erde könnte flach sein. Meinung ist nicht gleich Fakt und Fakt ist nicht gleich Meinung. Anyways, Menschen aus dieser Community attackieren nicht nur Menschen mit einer angeblichen internalisierten Fett... Oh, der arme Arzt. ja, es ist halt bei einigen geht es halt auf die Ernährung zurück. Bei den anderen halt einfach von dem zu wenig Sport machen. Aber Neff, ich sag's dir, wie es ist. So, bei mir ist halt so, dass ich will halt die 50 Kilo-Marke nicht unterschreiten, weil mein Essverhalten ist halt nicht geregelt. Das heißt, ich esse halt maximal abends auf jeden Fall was Warmes so und zwischenzeitlich halt, wenn ich dazu komme. So, das heißt, mit viel Stress und allem nehme ich halt relativ schnell ab. Ich kann halt auch super viel Scheiße fressen und ich nehme kein Gramm zu. Warum? Weil ich halt auch nun mal sehr viel mich bewege, sehr viel Sport mache, sehr viel unterwegs bin. Das bedeutet, wenn ich halt merke, okay, ich falle jetzt unter die 50, dann ist das halt schon sehr, 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 sehr knapp an der Magersucht. Und das will ich nicht, weil ich hatte mal wegen der Pille tatsächlich diese leichte Magersucht, wo ich halt kaum Kraft hatte, einkaufen zu gehen, weil mir die Nährstoffe gefehlt haben für die Power, einkaufen zu gehen. Weil durch die Pille ich halt
auf 45 Kilo runtergerutscht bin, bei 1,63 Meter, das ist halt nicht in Ordnung. Und bis ich das herausgefunden habe und dann zum Arzt nochmal gegangen bin, hat das halt ein bisschen gedauert. Das heißt, ich habe halt relativ schnell nach meiner Menstruation wieder Kilos zugenommen, sodass ich wieder auf 50, 53 gegangen bin. Und nur kam die Regel, zack, bin ich wieder auf 45. Und das halt schon über Monate halt hinweg. Immer dieses hoch, runter, hoch, runter. Es hat was mit dem Körper gemacht, weil du warst dann, man war halt voll schwach. Man hat halt auf einmal so eine Härchen bekommen über den Rücken und so weiter und so fort. 5 Kilo können schon super viel anrichten. 5 Kilo machen halt schon viel, 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 viel weg. Feindlichkeit, sondern auch Menschen aus ihrer eigenen Community. Denn nun werden Menschen, die sich zu dieser Community und Bewegung zählten, attackiert, weil sie Gewicht verlieren möchten. Egal aus welchem Grund. And what has happened is any plus-size person who's ever lost weight in this space has been viciously attacked by this community. So body positivity and the fat acceptance movement was supposed to be all-inclusive, but I'm being kicked out of it. Denn selbst öffentliche Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Influencerin Gabriella Lascano, die diese Bewegung in den sozialen Medien ins Rampenlicht gebracht haben, werden attackiert. Sie und andere Creator aus der Fat Acceptance Body Positivity Community, die nun älter geworden sind, sprechen sich langsam über einige Probleme innerhalb der Bewegung aus. Health is real. Organs failing is real. Diabetes, heart disease, all that shit is real, okay? It's not fatphobic to care about your health. Sie sagt unter anderem, dass sie viele Mädels kennt, die in ihren 20ern viel Gewicht zugenommen haben, weil sie in dieser Bewegung gefangen waren. Ich weiß, Parabelritter hat auch schon ein Video gemacht zu Body Positivity Bewegung. Ich weiß das. Ich habe tatsächlich mit ihm Kontakt gehabt und er wollte auch meine Meinung zu diesem Kokain-Trend, der halt wiedergekommen ist, wissen. Und da habe ich ihn halt auch mit dem mich halt ein bisschen ausgetauscht, weswegen ich halt, als ich gesehen habe, dieses Video zu Body Positivity war da, halt instant mir angeguckt habe, was er halt gesagt hat, ob halt auch ein bisschen von meiner, ach genau, Heroin-Schick, so hieß das, weil er mich halt gefragt hat, so, was hältst du davon, was hältst du von diesem, dass es halt wieder zurückkommt, was hältst du von der Body Positivity-Bewegung und so weiter und so fort. Hat mir halt tatsächlich miteinander geschrieben gehabt, fand ich halt auch sehr, sehr cool. Und dann 5 bis 7 Jahre später ist bereuen, dass sie ihre Gesundheit vernachlässigt haben. And 5, 6, 7 years later talking about, damn, I let my health go to shit. Love yourself at any size, wear the clothes you want to wear, but don't forget that your heart has to beat, babes. Don't forget that your blood sugar has to keep a balance, babe. Probleme, die bei starkem Übergewicht mit sich kommen können, werden in der Fat Acceptance gerne totgeschwiegen. I wasn't just hiding my feelings. I was, you know, covering up that I was starting to feel pain. Und Anhänger dieser Bewegung fühlen sich auf einmal wieder allein mit ihren Problemen. I got up to 315 pounds. My liver was not working how it was supposed to be. I was pre-diabetic. I just felt like crap. And I was only 21. So I was always curious about why these people never talked about that kind of stuff if I was going through it. And this is coming from someone who's learning those lessons now, myself. Sie, die das alles durchgemacht hat, will diesen gut gemeinten Rat an die jüngere Generation weitergeben. The younger girls, the younger generation, take care of your health. It's not fatphobic to take care of your health. Amen. It's not a joke. And I'm saying this out of love, not out of self-hate. I see a lot of my fellow plus-size models now talking about wanting to get healthy. They examined me and turned out my gallbladder was really infected and I had gallstones and all these things. I asked him, like, what? How did that happen to me? Like, I don't understand. He said, you know what? This is very common with obesity. I was so shocked by that because the first time I felt like me being this big and obese hurt me. Like, actually made me scared for my life. Like, in my head, I started thinking about all these Tess Holliday and all these people and how I used to defend Tess Holliday and how I used to attack people. I would defend all fat people and I would attack them back and be like, you're fatphobic and you're fatphobic. I would just throwing around fatphobic here and there. Oder dass ich selbst. Und da muss ich halt auch euch mal kurz was erzählen, ne? So, als ich mit meiner besten Freundin das erste Mal Kontakt hatte, wog sie 100 Kilo, über 100 Kilo, so, Pauli, so, ne? Und
dann habe ich, dann meinte sie jetzt so, ja, und es ist halt so, ich würde eigentlich schon gerne abnehmen, ich würde halt gerne schon irgendwie, ne, so ein bisschen was machen, aber ich weiß halt nicht. Und ich bin halt immer so der Arschtreter dann und ich so, ja, hast du Freitag immer Nachmittag was vor? Nein, okay, dann kommst du mit zum Tanzen, so, wir machen das jetzt. So. Und sie hatte davor so einen typischen Gamer-Buckel, so, dieses nach vorne. Sie hatte halt nicht diese gerade Haltung, sondern sie hatte halt so nach vorne und sie konnte halt viele Übungen, die ich ihr gezeigt habe, einfach gar nicht machen, weil sie sich halt gar nicht so hochdrücken konnte. Mittlerweile, fast ein Jahr später, hat sie eine ganz gerade Haltung. So, sie steht ganz gerade. Dieser Buckel ist einfach weg. Der ist weg. Ja, man sieht ihren Hals viel besser. Sie wirkt viel definierter. Sie schafft so viele Übungen mittlerweile, wo ich so stolz auf sie bin, weil wie gesagt, es gibt so ein Video, wo ich ihr das erste Mal gezeigt habe, irgendwann im Dezember, sogar ein bisschen November-mäßig, habe ich halt ihr gezeigt, wie man halt so ein Dreier-Step macht beim Breakdance und sie konnte sich halt nicht drehen, das ging halt einfach nicht, so, und jetzt macht sie den einfach. So, jetzt macht sie den. So, sie kriegt ihre Hüfte super easy hoch. Sie kann sich halt super schnell bewegen. Einfach, weil sie halt mittlerweile so viel Gewicht abgenommen hat. Und ich bin so stolz auf sie. Sie hat es halt nicht nur durchs Tanzen geschafft, sondern halt auch durch eigene Workouts, weil sie halt eben mithalten wollte. Sie wollte halt bei unseren Tänzern halt mithalten. Sie wollte auch, dass sie halt auch sagen kann, so, jo, ich kriege diese Übungen hin, weil es gibt halt immer noch Übungen, wo sie halt Schwierigkeiten hat. Beispielsweise, wenn ich halt einfach so das Bein so runterziehe und dann halt auf einmal auf dem Boden bin, sie so, Digga, ich kann das nicht so schnell. So, ich kann es einfach nicht. Und, aber das wird sie halt irgendwann können, weil sie halt voll darauf hintrainiert, dass sie das alles halt schafft, weil sie halt ja sieht, wie viel gesünder sie jetzt mittlerweile halt durch diese ganzen Aktionen ist. Und das finde ich halt richtig, richtig toll. Ja, Nerdy hat ja schon versprochen, der kommt auch mal zum Tanzen. 21.07. Genau, so sieht's aus, Leute. Da kann ich euch mal mitnehmen. Fotos machen. Auf Insta. Wer mir auf Insta noch nicht folgt, könnt ihr gerne nachholen. Da kommen immer Updates. Selbst zu lieben auch bedeutet, dass man sich um seinen Körper kümmert. And the reality is, loving yourself also includes taking care of your body. If you want this body to last 100 years, you gotta take care of it. So don't let nobody else convince you that taking care of your health is fatphobic. And if somebody's telling you that, it's because they're miserable and they want you to die and stay fat like them. Und obwohl sie im Laufe ihres Videos immer eine bodypositive Bewegung beibehalten hat und versucht hat, gerechtfertigte Dinge anzusprechen. Ja, Katha möchte Videos, Katha bekommt Videos, aber persönlich für Katha erstellt. Nur für Katha. Wurde sie so. Vor allem, da bist ja nicht nur du, da kommt ja dann auch Firo mit und Dima kommt ja mit. Und das ist ja die komplette Crew halt, kommt halt aus die Discord-Crew für CSD Berlin. Und dann wurde halt hier gesagt so, dass man halt da an dem Tag zu mir beim Tanzen vorbeikommt und da halt auch mal das Training richtig mitmacht. Und Silas, der hier auch ab und zu mal da ist, auch ein Content-Creator, Mr. Sullivan, der hat auch mal mitgemacht und der ist ja schon eigentlich trainiert, so, der ist halt ein bisschen trainiert, so, aber Digga, der kam halt nicht hinterher, ne, das war dem viel zu krass und deswegen bin ich so gespannt auf euch. Ich bin so gespannt, was da jetzt rumkommt. Sehr dafür attackiert und hat so viel Hate deswegen erfahren, dass sie das Video mittlerweile runtergenommen hat. Anfällige Individuen, die eine Community zur Unterstützung und zur Zugehörigkeit suchen, sind in Gefahr, in eine gefährliche Falle zu geraten. I went into it thinking it was body positivity, but then it wound up being fat acceptance. Auf der Suche nach Orientierung und Unterstützung, nach einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, wird man schnell in einem gefährlichen Abgrund der Fat Acceptance Bewegung gelockt, wo es eben nicht mehr um Akzeptanz und Toleranz geht, sondern von Ausgrenzung von all denjenigen, die nicht 100% mit ihren Aussagen übereinstimmen.
Es ist eine Sache, sich selbst zu lieben, sich gegenseitig zu respektieren und sich bei jeder Körpergröße schön zu finden. Es ist aber was anderes, wissenschaftliche Fakten zu leugnen und so zu tun, als wäre es vollkommen in Ordnung für die Gesundheit, wenn es nicht der Fall ist. Oder Leute zu hassen, die aus gesundheitlichen Gründen abnehmen wollen oder darauf aufmerksam machen. Man gefährdet genau die Menschen, die Halt in einer Community suchen und sich dann durch eine Bewegung mitreißen lassen. Und immer wieder wird in diesen Szenen mit Labels rumgeschmissen. Du bist nicht Body Positive, du bist fettfeindlich, du bist dies, du bist das. Adele zum Beispiel wurde ziemlich stark kritisiert, weil sie abgenommen hat. Ihr wurde ebenfalls vorgeworfen, dass sie aufgrund dessen nicht Body Positive sei. Dann sagt Adele in einem Interview, dass es sie am meisten verletzt hat, wie andere Frauen daraufhin über ihren Körper geredet haben. Dieser extreme Teil der Community erwartet Akzeptanz und dass sie nicht aufgrund ihres Körpers verurteilt werden und verurteilen dabei andere Frauen und ihre Körper. Irgendwie sieht man heutzutage immer mehr Bewegungen, die durch ihre extreme Herangehensweise eher dazu führt, dass die Leute sich davon abwenden und der Ruf der Bewegung zerstört wird. Und das, obwohl sie anfangs vielleicht ein wichtiges Ziel verfolgt hat. Imagine, so auch als Beispiel Pauli, ich muss halt jetzt das Beispiel mal Pauli reinholen, ne? So, Pauli will gar nicht so dünn sein wie ich. Und das würde ihr auch überhaupt nicht stehen, wenn sie genauso dünn ist wie ich. Aber sie will definiert und trainiert sein, auch wenn sie halt irgendwie nicht, keine Ahnung, so wie ich 50 Kilo oder 55 Kilo wiegt, sondern halt irgendwie 80. Das reicht komplett aus. Das reicht komplett aus. Sie ist ja nur ein kleines bisschen größer als ich. So, das reicht komplett aus. Aber sie möchte definiert sein und sie möchte trotzdem halt so ein kleines bisschen breiter aussehen. Sie möchte halt nicht gärtenschlank sein. Das ist halt ein Irrglaube, dass man halt ein gesundes Leben und eine gesunde Statur, einen gesunden Körper eben mit, ja, man muss halt gärtenschlank sein. Nicht die ganzen dünnen Menschen sind auch nicht alle gesund. Ich ernähre mich nicht gesund. Ich esse so viel Scheiße, so, das kann man nicht gesund nennen. Ja, bei Gott nicht. Aber ich nehme einfach nur nicht zu, weil ich halt sehr viel Sport mache und das ausgleiche. Das bedeutet aber im Endeffekt nicht, dass ich halt eine gesunde Lebensweise habe. Um Gottes Willen überhaupt nicht. So, dass ich mal einen Herzinfarkt bekomme aufgrund von meinem Stress, meinem fettlastigen Essverhalten, von meinen Lieferservicen und von dem ganzen anderen Bums, den ich halt mache. Das ist halt eigentlich halt dann eine logische Konsequenz. So, wenn ich halt da nicht einen Mittelweg finde. Das heißt, nur weil jemand dünn ist, heißt es nicht, dass er einen gesunden Lebensstil hat. Aber auch gleichzeitig kann man trotzdem erkennen, wenn jemand zu dünn ist oder jemand zu viel auf der Waage hat. Und da kann man halt schon vorprogrammiert sagen, dass es halt eben den Körper schädigt. Also Leute, passt bitte auf euren Körper auf. Macht ein bisschen Sport und sei es nur irgendwie mal ein bisschen zu Hause mit Eigengewicht und sonst was. Bewegt euch, trinkt genug Wasser. Ja, es müssen nicht die fucking 3 bis 4 Liter sein, aber trinkt genug Wasser. Esst auch mal was Gesundes und nicht halt hier wie einige anderen Burger King und Mc's die ganze Zeit. So. Und schlaft genug. Ja, genau. Wir gucken keine Person an, die halt eine Zeit lang sich nur von Burger King und Mc's ernährt haben. Ich bin jetzt nicht der Vorzeigemensch dafür. Ich bin halt selber jetzt nicht allzu gesund, wie gesagt. Aber es ist halt trotzdem, ich weiß ja trotzdem, was halt gesund ist. Und wenn, ne, wenn man das halt schafft, ist es halt nice. Du bist gar nicht online, Nerdy, ist mir gerade mal aufgefallen. Nee, ich bin nicht live, nee. Nee. Eine Ewigkeit später. Tschüss, YouTube. Danke fürs Zugucken. Tschüss, YouTube. Ey, voll Knorke von euch, dass ihr jetzt... Lasst doch mal ein Like da und so. Ihr kennt das Prozedere. Schreibt doch gerne mal rein, wie ihr es fandet. Oh mein Gott, ich bin so schlecht als Content Creator. Ach. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Der Cutter macht das schon. Your face, get your chin up like you belong in this place. We gon' train like you've never trained before. You're going up against something that you can't ignore. This ain't a game, this your life that we're playing.
playing with. There ain't no reset button or an off switch. You gotta face your fears, you gotta scratch the itch, you gotta break.